Diese Relation A ist Vater von B, werden wir jetzt nochmal für ein schwäbisches Dorf uns anschauen, werden dabei begreifen, was heißt es, ein Kreuzprodukt zu bilden, und werden mal sehen, wie diese Relation dann aussieht und was sie denn eigentlich ist. So, dann nehmen wir am besten mal den Tisch hier rüber. Es wird um Folgendes gehen. Kurzer Krimi für den, gerade darüber, dass wir da, wo wir Platz haben. So. Kommissar Oettingerle. Er ist ja wirklich Kommissar. Jetzt ist er Kommissar im schwäbischen Dorf, Nähe der bayerischen Grenze. Und ja, ein wichtiger Kriminalfall ist aufzuklären. Der wird nur aufzuklären sein, wenn diverse Vaterschaften geklärt sind. Das weiß man nicht. Als potenzielle Väter kommen in Frage zunächst erstmal der schöne Anton. Ich kann ihn verraten, er wird es nicht sein, zu viel Anabolika. Stavros der Grieche. Ja, dann haben wir noch den Gärtner, wie üblich im Krimi. Und wir haben den Pfarrer. Ja, man muss allen Verdachten nachgehen. So, wir haben als Kinder zur Verfügung den Hans. Am besten da drunter erstmal, dann werden wir sehen. Den Hans. Wir haben den Klaus. Dann haben wir die Dorothea. Den Karl Theodor. Maria und Lisa noch. Diese, um diese sechs Kinder wird es gehen. So, auf irgendwelche Art und Weise ist Oettingerle an die DNA herangekommen. Für die Männer war das einfach. Er ist einfach ins Wirtshaus gegangen, hat die Gläser genommen. Bei den Kindern war es ein bisschen schwieriger, er hat sie jedenfalls gekriegt. Es geht ins LKA nach Stuttgart und dort wird untersucht, wer von wem der Vater ist. Damit muss man jetzt vergleichen, DNA-Vergleiche. Welche sind potenziell möglich? Ja? Potenziell könnte der schöne Anton der Vater von allen sein. Naja, vielleicht vom Alter her, unterstellen wir mal. Alles wäre zu untersuchen. Ja? Der Pfarrer könnte von allen sein, der Gärtner, Stavros auch. Rein potenziell, rein prinzipiell, wird nicht für alle sein. Es wären also Vergleiche zu machen. So, ich kennzeichne das noch erstmal. Wir haben hier eine Menge M1. Das ist die Menge der potenziellen Väter. Wir haben eine Menge M2. Das ist die Menge der potenziellen Kinder. Wir hätten jetzt zu vergleichen, und das werden wir jetzt gleich nochmal, ja, nehmen wir sie gerade hier nochmal runter, damit wir die vergleichen können, die Paare bilden. Den können wir schon mal da lassen. Die schieben wir einfach rüber. So, wir müssten also vergleichen. DNA, schöner Anton. Mit Hans. Schöner Anton. Mit Klaus. So, machst du dann gerade mal weiter? Ne? Mhm. Wir müssen dann vergleichen. Schönen Anton mit Dorothea. Sie wissen schon, wie viel rauskommen werden. Wie viel solche Vergleiche? Wie viel brauchen wir? Wir haben 4 potenzielle Väter, 6 potenzielle Kinder. Ja, natürlich, 24 solche Vergleiche. Ja, rein theoretisch, klar, wenn wir einmal schon gefunden haben, ja, der Mathematiker ist da nicht besonders praktisch veranlagt, der vergleicht alles.
So, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir haben auf der linken Seite jetzt immer zu stehen den schönen Anton. Wir haben auf der rechten Seite zu stehen immer das potenzielle Kind. Das, was wir hier treiben, ist eine Paarbildung. Wir bilden Paare, und zwar geordnete Paare, so sagt man. Das schreibt man dann in dieser Art und Weise: x, erste Komponente meines Paares, y, zweite Komponente meines Paares. Wobei x aus der Menge M1 ist, y aus der zweiten Menge. Wie gesagt, M1 und M2 könnte dasselbe sein, aber Väter und Kinder sind jetzt zwei verschiedene Mengen. Es ist wichtig, dass wir hier die Reihenfolge beachten. Ja? Bei der Relation, um die es nachher gehen wird, A ist Vater von B, würde es wenig Sinn machen, an die erste Stelle Maria zu setzen und an die zweite Stelle den schönen Anton. Maria kann nicht der Vater vom schönen Anton sein. Es ist wichtig, dass diese Reihenfolge beachtet wird. Aus diesem Grunde sagt man hierzu geordnetes Paar. Bedeutet, die Reihenfolge der beiden Komponenten unseres Paares ist wichtig. Im Gegensatz zu einer zweielementigen Menge. Ich könnte die natürlich auch zusammenfassen, diese beiden Komponenten, zur Menge x und y. Ja? Sieht ja so ähnlich aus. Irgendein x, irgendein y, zusammengefasst zu einer einzigen Menge. Hier würde gelten, das ist genau dasselbe wie diese Menge. Wir wissen, zwei Mengen sind gleich, wenn sie dieselben Elemente enthalten. Es ist egal, in welcher Reihenfolge wir das aufschreiben. Beim geordneten Paar gilt das nicht. XY in der Regel nicht gleich YX, nur unter einer Bedingung, wenn X und Y gleich sind. Klar. So, wir bilden also Paare. Potenzieller Vater, potenzielles Kind. Sechsmal, vorne steht Anton, rechts steht ein Kind. Stavros der Grieche könnte der Vater von Hans sein, von Klaus, von Dorothea, von Lisa, von Karl Theodor, von Maria. Wir haben also jetzt gebildet geordnete Paare, möglicher Vater, mögliches Kind. Das, was wir jetzt hier aufbauen, ja, ist das vollständige Kreuzprodukt der Menge M1, mögliche Väter, mit der Menge M2, mögliche Kinder. Alle geordneten Paare, da steht's, es seien M1 und M2 zwei Mengen, die Menge aller geordneten Paare, XY, X könnte schöner Anton sein, Y könnte Lisa sein, beispielsweise alle möglichen Paare. Dazu sagen wir Kreuzprodukt M1, Kreuz M2. Die Menge aller geordneten Paare. So, dann haben wir sie gleich. Ja, noch einen Moment. So, der Gärtner braucht noch Lisa. So, dann reiche ich die einfach mal gerade zu. Dann haben wir sie schneller. So, Pfarrer, nochmal Pfarrer, und nochmal den Pfarrer. So, jetzt sind wir natürlich wieder mit unserem Latein am Ende, fast, noch zwei sind da, dann kriegen wir ja fast hin. Ja. So. Wen haben wir als Ersten? Den Hans. So. Dann kommt der Klaus. So.
Dorothea, Karl Theodor. So, dann haben wir hier ganz schnell noch einen Magneten. Die Maria. Und für die letzte, nichts mehr da. Da haben wir diese komischen anderen Magneten. Ich weiß nicht, ob die halten. So, halten wir gerade mal fest. Was wir jetzt gebildet haben, das waren die Menge M1, M2. Das, was wir jetzt gebildet haben, ist M1 Kreuz M2. Das hier. So, jetzt machen wir da hinten noch die geschweifte Klammer rum. Die verschwindet von vorhin. Dann haben wir es. 24 geordnete Paare. Wie gesagt, wichtig. A ist Vater von B. Das wäre Schwachsinn. Wenn wir denn irgendeines der Kinder an die erste Stelle setzen würden für diese Relation. So, nun ist es natürlich in der Tat so, dass jedes Kind nur einen einzigen Vater hat. Ja, es wird nicht mehr geben als einen einzigen Vater, biologisch. In Patchwork-Familien sieht es ansonsten anders aus. So, was wäre denn jetzt unsere Relation? Das ist sie nicht. Das ist das Kreuzprodukt. Jetzt sagt uns unsere Definition 2, Relation, jede nicht leere Teilmenge aus dem Kreuzprodukt. Na gut, jetzt bräuchten wir die Ergebnisse des Gentests. Ich kann vorwegnehmen, der schöne Anton ist nicht dabei. Da waren zu viele Anabolika im Spiel, das wird nichts. Wir haben den Pfarrer als Vater von Klaus. Ja, wir merken uns mal, hier war Pfarrer Klaus. Das war unser geordnetes Paar. Haben wir jetzt mal rausgenommen. So, der Pfarrer ist aber auch der Vater von Karl Theodor. Ja, wie das auf schwäbischen Dörfern so ist. Ja, nur nahe der bayerischen Grenze. So, das war also Pfarrer mit Karl Theodor. Dieses, ja, KT. Gab es da mal irgendeinen Karl Theodor? Na, der war schon ein bisschen größer. So, na gut, lassen wir dem Pfarrer nicht alles an. Stavros, Vater von Lisa. Okay. So, jedes Kind braucht einen Vater. Schöner Anton ist nicht dabei. Lisa haben wir schon verbraten. Maria, Tochter vom Gärtner. So, trägst du gerade mal da die Paare wieder ein, die wir hatten? So, und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch von wem? Von Klaus haben wir den Vater, von Karl Theodor haben wir den Vater. Wen brauchen wir noch? Dorothea. Ja. Ist halt so, wenn der schöne Anton ausfällt, 1, 2, 3, 4, 5, eins fehlt noch. Wir hätten sozusagen eine rechtstotale Relation. Maria ist noch nicht dabei. Der Hans. So. Hier haben wir Klaus, Thea, Lisa, Maria, Dorothea. Also der Hans. Den haben wir mit dabei. So.
Jetzt haben wir sie. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt die Paare herausgenommen, Vater, Kind, die wirklich in der Relation stehen. Ja? Wir haben also herausgenommen das Paar SL, GH, GD, GM, PK, PKT. Sechs Paare rausgenommen, jedes Kind muss ja einen Vater haben. War auch klar, dass es einer von denen sein musste. War ganz klar. Ja. Damit haben wir sozusagen eine rechtstotale Relation, die auch links eindeutig ist. Aber dazu später. Vielen Dank erstmal für die Hilfe. Was haben wir jetzt aber wirklich getan? Wir haben aus dieser Menge der potenziellen Paare aus dem Kreuzprodukt M1, Kreuz M2 haben wir herausgenommen die Paare, die wirklich in Relation zueinander stehen. Was ist das? Ja, eigentlich mathematisch gesehen geordnetes Paar. Hier haben wir wieder eine Menge von geordneten Paaren. Und das ist eine Teilmenge aus diesen. Und diese Menge ist gerade unsere Relation. Eine Relation ist also nichts weiter als eine Teilmenge aus einem Kreuzprodukt. Kreuzprodukt wiederum zwischen zwei Mengen, die Menge aller geordneten Paare, die möglich wären. So. Fragen dazu? Ja? Bitte keine Inzucht noch dazu. Ja? So waren die Ergebnisse. Ja? So, wir vergessen jetzt das schwäbische Dorf. Ich kennzeichne nochmal hier durch diese runden Klammern. Hier waren geordnete Paare. Und jetzt, wie gesagt, vergessen wir einfach das schwäbische Dorf und sammeln wir die Dinge einfach gerade mal wieder ein, sodass wir hier die Relation stehen lassen sozusagen. Das bleibt mal stehen. Und jetzt könnte ich natürlich die ganze Geschichte auch noch anders gesehen haben. Ich hätte ja das für die Untersuchung im LKA chiffrieren können, einen Code einfügen können. Ja, wegen Datenschutz und so weiter. Und dann wäre beispielsweise Folgendes zu beachten gewesen. Ich hätte gesagt, okay, es gibt irgendein A, wir haben irgendeine Menge M1. Das wären die Elemente A, B, C, D. Jetzt bilde ich alle Paare. Vorne steht es A. Und dann habe ich eine zweite Menge M2. Und das wäre einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6. Damit kriege ich also die Paare A1, A2, A3, A4, A5, A6. Dann haben wir hier B jeweils. B1, B2, B3, daraus wird ein B, B4, B5, B6. So, das wäre dann C1, C2, C3, C4,
C5, C6 und hier hinten, ganz klar, die Paare D1, D2, D3, D4, D5, D6. So, und jetzt interessiert mich überhaupt nicht, wer hier Vater von wem ist. Das ist ganz einfach eine Geschichte, die jetzt für diesen Fall relevant war. Interessiert den Mathematiker überhaupt nicht aus abstrakter Sicht. Also der reine Mathematiker, der mit den Anwendungen nicht so wahnsinnig viel am Hut hat, der bildet jetzt irgendeine Relation und jetzt ist meinetwegen das hier mit zugelassen. Und beispielsweise nehmen wir A2, wir nehmen A3, also hier raus B4, C4. Das ist jetzt ganz klar, ist nicht mehr diese Relation, die wir gerade hatten. So, und dann sage ich, da ist mal Schluss. Vier Paare rausgenommen, A2, A3, B4, auch das ist natürlich eine Teilmenge aus diesem Kreuzprodukt, was wir dort hatten, und auch das ist eine Relation.